1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soulink, Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Wir stehen kurz vor unserem ersten Arena-Kampf, aber erstmal würde ich den Turbo-Treter-Typ suchen. Ist das das hier? Außerdem haben wir die Pokémon wieder trainiert. Alle Level 14. Genau. Bei mir sind alle Level 14 außer Melowin. Der ist Level 13, weil ich keinen Bock hatte, den noch weiter nach oben zu ziehen. Jetzt führt mich der Typ hier gerade rum. Du bist Trainer, Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir. Cool, mir hat er nur gesagt, hast du schon das Museum gesehen? Muss ich ihn nochmal ansprechen, weil er mich vor das Museum gebracht hat? Oder ist das ein anderer? Ich glaube, es ist ein anderer. Ja, ich war beim Falschen. Mich der Falsche entführt. Hä, aber der Typ hat mir jetzt auch keine Turbo-Treter gegeben. Wo kriegen wir die Scheiße? Erst Rocco besiegen? Weiß ich nicht mehr. Na komm, dann mache ich jetzt Arena. Wenn ich schon davor stehe. Warte, ich guck mal ganz kurz nach, wie man die Turbo-Treter bekommt. Das ist mir jetzt wirklich ein wichtiges Anliegen. So, wir haben uns entschieden, an denen hier vorbeizulaufen. Marmoria City. Weil wir jetzt sowieso alle Level 14 sind. Ja, eben. Und ich höre jetzt vor Rocco. Wer spricht ihn? Du. Du hast bisher so wenige gesprochen. Okay. Warte, aber ich muss mal ganz kurz. Da muss ich mir eine steinharte Stimme ausdenken. Ich packe aber Mozilla nach vorne. Welches ist denn gerade bei mir vorne? Ne, Gandhi, geh mal weg. Mach mal James. Geh mal weg, Gandhi. Hör mal? Ja. Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Trainiert Stein-Pokémon? Oh Gott, da bin ich raus. So, hoffentlich hast die du nichts Gutes. Wablu! Heißt er. Ein Kabutops, das ist ja wirklich Stein. Ja, Wablu ist voll Stein. Irgendwie. Gott, ich mache. Es macht Gesang?! Das ist jetzt voll mal Scheiße. Ups, Alter, ich bin rausgetappt. Oh, die Musik habe ich vermisst, die ist voll cool. So, Kabutops ist schon tot. Ich fuck das Ding jetzt schon ab. Oh Alter, 516 EP. James Level 15. Oh Gott. Er hat einen Makago. Oh. Das ist nicht gut für James, ups, aber ich meine. Vor allem ist das auch ein Stein-Pokémon. Was war das denn? Der hat ja wirklich Stein-Pokémon. Hör auf mit deinem scheiß Gesang, du Fick. Also bei Kago kann ich nicht meine Pflanzen einsetzen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass Gandhi da irgendwas macht. Wer jetzt ein Steinwurf für Menki. Oder so kommt. Und der macht sogar Steinwurf, Alter. Gandhi hat überlebt. Hat. Nein, ich will nicht das Pokémon wechseln. Giftpuder. Ich muss es jetzt irgendwie stallen. Gena? Was soll das denn? Ja, besiegt. Gott sei Dank war das ein 14er Menki. Das konnte ich mit Konfusion. Ja, ich hab halt ein Problem gegen Feuer-Pokémon. Aber sollte doch noch laufen. Ich glaube, der hat gar keine Feuerattacke. Ich gehe mal schon mal weiter. Also ich bleib jetzt nicht in seinem hier Felsort und so, weil ich mich mal gucken, ob wir die Turbo-Treter herbekommen. Jo, kannst du machen. Oh, er hat eine Feuerattacke. Oh Gott, oh Gott. Nein. Was passiert? Mein Miraplas eingeschlafen und hat jetzt 9 HP. Jetzt muss ich mit Trinken ausstollen. TM39. Ja, wenn ein Volltreffer kommt, bin ich tot. Dann kommt da einfach kein Volltreffer. Was von welches Lesen? Pokémon kann denn sterben? Mirapla oder Knilz? Ich würde sogar eher Knilz sagen, oder? Ja, beide scheiße für mich. Ich glaube, Girafarik ist bei mir stärker. Aber deine Entscheidung, also es wäre beide scheiße. Am besten wäre beim Blutzug verreckt. Warte mal, wie viel Feuer ist die Spezialverteidigung, oder? Mirapla hat 24.
Ich habe übrigens Taumeltanz bekommen. Als nee, es hat auch 24. Okay, dann müsste Knöls das eigentlich überleben. Dann kann ich auch in Ruhe austauschen. Also ich habe Taumeltanz als TM bekommen. Mal gucken, was Taumeltanz? Taumeltanz. Nice. Ja, komm, easy. Ich hab's geschafft. Nice! Makago wurde besiegt. Mama, was soll das? Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsen als Zeichen meiner Ehrerbietung. Alter, ich war schon im Museum, ja. Ist der Typ hier weg? Oder ist er weg? Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Oh Molin, ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Danke, Rocco. Der Typ rechts gibt einem die Turbetreter. Warte, nimm das hier mit. TM39. Ja, ja. TM nur ein einziges Mal benutzen. Ist Felsgrab, lügt doch nicht. TM39 ist... Knochenharz. Knochen? Oh, das ist voll gut. Ja, nicht schlecht. Wenn ich mal Boden-Pokémon. Jetzt kann ich mir endlich mal wieder Tränke kaufen hier. Jetzt hab ich, hoffe, der hat mir genügend Geld gegeben, Rocco. Ich weiß nicht, was du für ein Geißhals. Okay, 1000. Reicht. 1400. Dann haben wir wieder drei Tränke dazu kaufen. Und Just to be sure Gegengift natürlich. Just to be sure. Parallel wollte ich nicht. So, jetzt gib mir die Turbo-Treter. Der Typ ins Rechts gibt dir die. Ja, ja. Oh, hier, ich bin froh, dass ich dich schon mal Pokémon geheilt? Ich weiß gar nicht. Ja, schon. Ja, das ging ja relativ gut und schnell. Naja. Also ich hätte besser laufen können bei mir. Aber hätte auch deutlich schlechter laufen können. Na schon. Hast du Arena Easy P, also Easy. Wahrscheinlich. Ich guck mal dazu, was in Mamoria City hier noch so abgeht. Alter Mann mit Kind. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Alter Mann mit Kind, ist mir egal. Ist die Werbung? Ja. Geil. Der Typ ist tot. Was? Hat sich selbst umgebracht. Achso, der Sänger, ja, ja klar. Alter, fast tot. Ich hab verstanden, YouTube ist tot. Also, YouTube ist tot. Was willst du jetzt von heute mir? Gestorben. Weil die Videodays nicht stattfinden. Dann können wir ja jetzt weitermachen. Unser Pokémon ist ja Außenseite. Ja, ich habe hier gerade in der Stadt mal ein bisschen geguckt, ob es irgendwas gibt. Gibt nicht. Alles langweilig. Kriegt man hier nicht irgendwo beim Museum nicht irgendwas mit Stein? Kriegt man nicht irgendeinen Stein her? Ja. Man kriegt da einen fossilen Bärenstein, aber erst wenn du zu schnell aus. Du musst auf die andere Seite da rein. Ja, und die hatten einfach eine Aerodactyl. Wo wir gerade drüber sprechen. Ach, du kämpfst schon gegen die Göre. Ja, oh Gott, Flügelschlag. Was starrst du mich so an? Ich steige niemanden an. Frech. Ja, Analyst Christel. Auf jeden Fall. Groudon! Oh, nee. Das ist jetzt aber wirklich scheiße. Was ist Groudon nochmal für ein Typ? Boden. Nur Boden? Ja. Geh ich auch. Ich habe ja auch gerade ein halbes Problem gegen Aerodactyl. Also einfach hieß es auch nicht darum. Grimasse. Ich komme die ganze Zeit auf meinen scheiß Vorspul. Lebensschuss. Ah! Was war das? Vulpix ist tot. Merlin. Mann, ich dachte, jetzt hängt zumindest ein Angriff. Ja, es tut mir leid, das war meine Schuld. Das war dumm. Der ist tot. Vulpix. Och Mann. James. Ja, ich dachte, es tankt zumindest einen Angriff. Heute mit Zitadieb. Aber einfach Miraplay jetzt gerade wirklich gut. Ja, das war wirklich komplett meine Schuld. Das war einfach dumm. Aber ich wusste auch nicht, dass es direkt mit Lehmschuss um die Ecke kommt. Wieso hatten das schon so eine gute fucking Attacke, Alter? Ich bin ein bisschen traurig. Ja, es war auch einfach dumm. Von dem Fall, wir haben vor der Aufnahme gesagt, James darf nicht sterben. Ja, das war der Fehler. Das war der Fehler. Boah, das verreckt mich so auf, weil das so dumm war. Aber ich dachte mir halt, okay, ein fucking Ding wird's doch wohl tanken. Dann werde ich nicht. Achso, Nachtnebel natürlich. Ach Gott, ich trottel. Das war wirklich einfach dumm.
kann ich ja wieder zurückgehen, ne? Jetzt habe ich ja wenigstens nur noch ein Pflanzen-Pokémon im Team. Hey, sei doch froh. Fuck. Oh, da steht ein Mädchen neben dem PC. Das sieht aus, als ob die irgendwas haben will. Ganz kurz schreiben das. Tschüss, James. Gibt Schlimmeres als von einem Gordon umgebracht zu werden. Ist trotzdem scheiße. So, rot markieren. Jetzt haben wir nur noch zwei Pokémon mehr. Von insgesamt fünf, die wir hätten haben können. Zwei davon hast du umgebracht. War meins war am dümmsten. Mann, das war wirklich einfach. Jetzt hab ich vergessen, es zu. Ich spule mal kurz vor, um nur ins Pokécenter zu gehen, weil ich was vergessen habe. So. Ach, Mozilla. Das hab ich auch im Gewissen, ey. Scheiße. Warum tankt das denn nicht einen Lebensschuss? Achso, was euch vielleicht wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, ist, dass wir die Turbo-Treter in Häusern benutzen können. Ja. Mal eingestellt. Extra eingestellt. Wollen wir noch. Wo kommt denn der nächste Encounter? Sind das noch viele Kämpfe davor? Der nächste Encounter? Nee, ich glaube, der ist auf dem Weg zum Mondberg jetzt. Ja, ja, klar, aber wie viele Kämpfer sind davor? Ich würde jetzt gerne noch einen Encounter haben. Ich glaube, zwei, die du zwingend machen musst, insgesamt, glaube ich, vier. Komm, dann kämpfen wir mal weiter. Ein Morabill. Möchte ich diese Folge noch einen guten Encounter haben? Mewtwo! Ach, fuck you, Alter! Das ist doch wohl ein Witz jetzt. Ein Trainer oder deine Kopf? Ja, ein Trainer! Fuck doch auf, ich tapp aus Versehen die ganze Zeit raus. Achso, das nächste Level-Limit ist 21. Und zwar misst die mit ihren Starmie. Falls ihr übrigens habt. Das ist auch noch Melowied vorne. Da ganz schnell raus, mein Freund. Ach Gott, ey, jetzt bringt mich auch noch Mewtwo um wahrscheinlich. Ach lol, das ist ja ein Schluppuck. Ich hab grad Schluppuck und Schlupp. Nee. Ja doch, Schluppuck und Schlupp vertauschen. Ich dachte, der wirft jetzt einen. Wie ist denn nochmal Geist gegen. Ist Mewtwo Psycho, oder? Ja. Wie ist denn Geist nochmal gegen Psycho? Gut. Fuck you mit Aussetzer. Du bist als erstes dran, du dummes Vieh. Jetzt Aussatz sein, aber es geht die ganze Zeit daneben. Okay, dieses Mewtwo kann scheinbar nur Aussatz haben. Ich mir auch keine Sorgen machen. Ey, da kommen auch Groudon und Mewtwo hintereinander. Das ist auch schon einfach. Das ist ein hartes Fick dich in mein Gesicht. Och nee, nicht Hypnose. Lamus. Darf ich Hypnose vorspulen? Ja. Jawohl. Oh, da ist es auch Psycho, ne? Du Wasser. Och. Fluch, fuck you. Hey. Mega Sauger, wow. Dann hauen wir mal. Ja, komm, Absorber weg. Braucht kein Mensch, wenn man Megasauber hat. Nidoking? Was ist denn verkehrt mit dir? Also bei mir läuft's eigentlich ziemlich gut gerade. Elite Trainer Landon, ey. Ja gut, ich hab Psycho. Ich liest jetzt something, er ist direkt tot, aber trotzdem Nidoking. Ein Goldking. Deine Mom ist Nidoking. Deine Mom ist Nolking. Ist das dein Counter oder ist das was reingeschickt wurde? Dinger. Komm, Buddy. Dreh dich wieder nach oben. Dreh dich nach oben. Dreh dich nach oben jetzt! Mega sogar Volltreffer.
Okay, ich muss antäuschen, als würde ich nicht da lang gehen. Verdammt, sie sieht mich schon hier. Warum schaust du mich sofort? Ich hab dich gar nicht angeschaut. Mantax. Piep, ich bin ein Fluffy-Muff. Oh Gott, wie riesig Mantax in diesem Spiel aussieht. Ich bin ein Fisch. Hallo, ich bin ein Fisch. It's a me, Fisch. Superschall. Ding fängt schon scheiße. Wenn ich mir einmal Melodien, das kriegst du hin und dann wird's direkt gesuperschallt. Arme Ding. Wann entwickelt sich Knilz? Kann ich gleich nachgucken, wenn ich im Kampf. Ich brauche einen anderen Counter, weil ich kann hier gerade nur mit Melmet kämpfen. Und das wird in der Höhle schwierig. Alter, wie viele Superschelle hast du denn? Drecksvieh. Alter, 4 Pokémon. Ich hätte lieber mit dem oben kämpfen sollen. Ach nee, der hätte mir einfach den Weg versperrt. Da war ich Level 17, nein. Deoxys! Aber siehst mal so, wenn die jetzt kommen, können die später nicht mehr kommen. Das sind. Ey, ohne Witz, letzte Folge. Lugia als Encounter. Latias im hohen Gras. Jetzt Groudon, Mewtwo und Deoxys. Ist schon wieder Psycho, oder? Die Ochse ist Psycho, oder? Da kommen ja alle Psycho-Dinger entgegen. Ich hab nur noch 5 Erstauner. Einen Encounter will ich jetzt noch haben. Ich kämpfe mich auch gerade davor. Sehr anstrengend mit den Leuten. Ich würde auch sagen, dass wir danach wir kurz Pause machen, weil ich gehe danach kurz essen. Ja, ich dachte sowieso, dass wir danach vielleicht mit Aufnehmen aufhören. Das ist eine gute Idee. Haben wir auch schon gut was heute geschafft, eine Arena. Ja. Leider. Direkt vor Mondberg sind wie viele Folgen gewesen? 4 Stück, glaube ich. So, bitte, kannst du da bitte dich verpissen? Piss dich da, habe ich gesagt. Okay, dann gehe ich eh nochmal ganz kurz ins Pokémon Center. Schaden kannst du ja eh nichts. Dann werden auch gleich leider Gottes Upix und Knie und James das jetzt mal rausgeben. Das war so dumm. Auch noch ein Safe. Okay, einen Trainerkampf muss ich noch vor dem Encounter. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen? Ich habe ganz viele Legendäre gefangen. Oh. Meine Pokémon wollen kämpfen. 5 Legendäre. Nee, Rizeros. Ist auch schon nicht unbedingt scheiße jetzt. Sag ich mal so. Ist das schon wieder fucking Boden? Ist Rizeros Boden? Ja. Ne? Bodenstein. Scheiße. Direkt weh. Jetzt setzt du Geduld ein, du Trottel. Du Trottel. Hornattacke. Ja, mach halt noch mehr Schaden. Kein Problem. Rizeros, kein also, Grumpy carried mich gerade. Mein Team besteht aus Melvin und dem anderen komischen Vogel. Melvin hat hier gar nichts zu sehen. Du, Flor. Aromakur. Das ist auch schon so eine Attacke. Melvin ist schon Level 18. Ey. Das ist nicht gut. Mein Grumpy ist auch schon Level 17, glaube ich. Oder auch gerade 18 geworden. So, dann Encounter. Bitte irgendwas, was ich gebrauchen kann. Oh! Ein Lorblatt. Oh, Level 7? Ja, okay, aber die Fangrate ist halt scheiße. Das stimmt. Es
muss man wieder tackeln, das Ding. Reflektor, fuck you. Also ich kann sogar noch zwei Tackle bringen. Ja. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Aquana? Warum habe ich denn gerade so viele Pokémon, die McNils töten könnte? Skandal. Okay, ja, das wird schon zu überlevelt. Jetzt immer in ein höheres Level. Das könnte jetzt sein, dass ich alle meine Bälle dafür verbrauche. Ein Schluppuck? Schluppuck war Gift, oder? Ja. Och nee, nicht Gena. Ach, zweimal und dann raus. Dann mit deinem Scheißreflektor. Ich brauche noch Pokébälle für den Encounter in der Höhle, Mädel. Hey, du hast meine Pokémon besiegt, yay! Fuck, es hat dreimal gebrannt. So, jetzt kann ich auch Encounter holen. Ich wünsche mir Glück, Manni. Wegen Glück. Ein Reptane. Lol, wie cool ist das denn? Wir beide kriegen die Pflanzenstarter. Ja, du kriegst Reptane, ich krieg fucking Lorblatt. Du hast schon wieder eine Pflanze. Also Reptane wäre schon mega geil, aber ich glaube, das werde ich nicht fangen können. Jedes Mal dreimal! Wie viele Bälle habe ich denn noch? 5! Lorblatt, jetzt enttäusch mich nicht. 1, 2. Ja, nö, hab's gewonnen, hab kein Reptane. Ich brauch das Ding jetzt hier! Das 1. Ich warte, bis ich noch ein Pokéball habe. Ich gehe mal auch schon mal in den. Wie heißt die Höhle? Mondberg. Im Mondberg. Bei mir da auch mal ein Pokémon. Oh, wir können uns ein Carpador kaufen, das habe ich voll vergessen. Mann, ich. Jetzt ist auch Heule ein. Jetzt noch ein paar Mal Heule ein. Ja, wir haben gesagt, bei geschenkten Pokémon dürfen wir uns den Partner aussuchen. Also kann ich jetzt ruhig das Carpador kaufen, oder? Ja. Ich will dieses Lorblatt haben. Ist denn überhaupt ein Carpador, was du mir jetzt da kaufen? Ich glaube, das wird gerandomized. Möchtest du Carpador einen kurzen Spitznamen geben? Weibliches Carpador. Ich glaube, ich habe keine Pokébälle mehr. Ja. Kann ich einen Safari-Ball auf das Kackding werfen? Ja. Also wir haben schon 24 Minuten mehr. Dreimal und ja, was soll ich denn machen, wenn das Ding nicht drin bleiben will? Jetzt habe ich alles gemacht, das ist alle Pokébälle an diesem dummen Lorblatt verschenkt. Fick dich, Lorblatt, Konfusion. Tschüss. Muss ich mir noch neue Pokébälle kaufen? Ich will meinen Kappa der Lorelei. Lorelei. Mit A. Was ist denn der Mondberg? Kommt der nicht hier direkt schon? Sind die auch noch vor Pokémon Center? Nee, direkt nach. Oh, hier ist Route 4. Wo hast du denn das Kappa da gekauft? Ja, im Pokécenter. Wo ist denn das? Also, da ist, kommt doch vorne auch, kommt doch noch Route 4. Hast du da auch schon was gemacht? Hä? Du hast doch gerade versucht, das Lorblatt zu fangen, oder? Ja, auf Route 3. Ja, jetzt gehst du einfach weiter. Achso, ja, ich wusste nicht, dass Route 4 keine so eine Route ist, die nix hat. Aber dann bist du bei Route 4. Mondberg, ja. Ich halte kurz meine Pokémon. Wo kann man das hier kaufen? Mondberg, bei dem Typen links. Jetzt so, und im Mondberg kriege ich... Oh, ein Quappo. 500, aber 500 kann ich mir gerade noch nicht leisten.
Da hole ich mir lieber noch mal ganz kurz Bälle. Wenn ich ehrlich bin. Da gehe ich noch mal ganz kurz zurück mit Turbo-Trader. Hol mir Bälle. Wo ist denn der scheiß Markt? Da. Also ich glaube, ich kann mir noch das Quapo fangen und dann sollten wir die Aufnahme beenden. Ja, ich will auch ganz kurz meinen Counter sehen. Zur Not können wir ja nochmal fürs Trainieren die Trainer da besiegen. Mann, das Lobble hätte ich echt gern gehabt. Oh, jetzt bin ich in den Felino reingelaufen. Hey, ich habe ein Quapo, männlich. Wie soll ich es nennen? Strowman? Ja, können ja, weißt du noch, wie mein... Wie mein Quapo hieß in der Triple Souling? Quapo oder irgendwie? Wapo. Oder Q. Wapo King hieß es. Wapo King. Wapo King. Klein U. Ein formidabler Schwimmer. Es kann Brustschwimmen, Freistil und Schmetterling. Kein Mensch kann schneller schwimmen. Oh, ich hab einen Machel. Ja, ein Azuril sogar nur. Soll ich es Wapo King nennen? Ja, Wapo King. Wie wurde es denn geschrieben? U-A-P-P-O King. U. Aber kleines U. Achso, geht ja hier gar nicht. P-P. Wapo King. Nichts geschieht, Platscher. Sag mir nicht, dass du nur Platscher kannst dazu. Mach ich Wapo King 2? Wapo King 2. Wapo King 2. Rückkehr von Wapo King. Jetzt will nicht mal Azuril gefangen werden. Willst du mich verarschen? Warte mal. Muss mir mal aufschreiben. Quapo. Das Kabado habe ich mir noch nicht reingeschrieben, weil das suchen wir später noch aus. Ja. Ich habe ja auch noch keinen. Lieber Bälle gekauft. Wieso bricht das denn direkt aus, Azuril? Bist du behindert? Ich hab nur noch 2 Pokébälle, wenn ich das jetzt auch nicht fange, dann bin ich echt... Dann bin ich sauer. Dann bin ich sauer. Ja Leute, bei mir gibt's jetzt nichts mehr zu sehen. Ich werde jetzt rumstehen. Ich hab Azuril, ja. Azuril weiblich. Azuril und Quapo? Ja. Not bad. Azuril. Route, erstmal Route 3, haben beide nix. Azuril Quapo. Wir sind jetzt fast bei 30 Minuten. Das ist eine überlange Folge, Leute. So, jetzt müssen wir noch, wie wir das nennen. Azuril. Ach, ich hab schon wieder den scheiß Pokédex-Eintrag weggenommen. Weibliches Azuril. Keine Ahnung. Corinna. Was? Corinna. Ja, was machen wir da? Ja, das ist jetzt Corinna. Corinna überhaupt so geschrieben? Ich weiß es nicht. Egal. So, jetzt bin ich ja ganz kurz nochmal zurück aus dem Mondberg raus. Vor das Pokémon Center. Ich würde sagen, das war eine halb erfolgreiche Folge. Ich habe Vulpix umgebracht. Ja, deswegen sage ich ja halb erfolgreich. Ja, der Rest war auch nicht erfolgreich. Ich habe Lobblatt damit nicht bekommen. Ja, bei mir war es dafür aber sehr erfolgreich. Ich habe Azuril, geil. Warte, ich will ganz kurz wissen, ob es irgendwas kann außer Platscher. Ja, ich glaube Heuler oder Eindiger. Platscher, Scham, Rutenschlag. Oh. Ich will mein Quapo behalten, Mann. Ja, ich werde. Corinna wird eh nicht zum Einsatz kommen. So. Wow. Ich sagen, ja, wie soll ich das denn einsetzen? Na, einsetzen, tauschen, kämpfen. Ja, ich guck gleich mal nach, wann es was erlebt. Aber erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.